gut gestärkt, erreichen wir schließlich die Pindaya. Die Legende besagt, dass einst 7 im See badende Prinzessinnen von einer Riesenspinne in der Höhle gefangen genommen worden seien. Ihr Retter war Prinz Kumabaya. Mit Pfeil und Bogen tötete er die Spinne, befreite die Frauen und wählte die schönste von ihnen zur Gemahlin. Zahlreiche Birmanen pilgern nach Pindaya, um die berühmten Kalksteinhöhlen zu besuchen. Westliche Besucher sind vor allem von der dort verehrten Vielzahl von Buddha-Statuen beeindruckt. Um die 8000 Stück sollen es sein. Gott sei Dank gibt es einen Aufzug, mit dem man zu den Höhlen hinauffahren kann und sich so das Steigen hunderter Treppen ersparen kann. Spätestens in der Eingangshalle heißt es Schuhe ausziehen. Dann eröffnet sich auch schon der Blick auf die erste große Höhlenkammer. Dort befindet sich die vergoldete Shwe-Yumin-Pagode und einige große Buddha-Statuen. Nach dieser ersten Kammer verzweigt sich die Höhle in ein vernetztes Labyrinth aus Höhlen und Gängen, die immer weiter in den Berg hineinführen. Über 8000 Figuren aus Gips, Bronze, Holz, Stein oder Zement stellen Buddha in den verschiedensten Posen dar. Die meisten Figuren sind aus dem 18. Jahrhundert. Die älteste erhaltene Inschrift wird auf das Jahr 1783 datiert. Vermutlich wird die Höhle aber schon seit sehr viel längerer Zeit religiös genützt. Der Eintritt beträgt übrigens für Ausländer 3 US-Dollar, zudem die Fotogebühr von 300 Chat pro Kamera. An manchen Stellen kann es schon verdammt eng werden. Auch einige versteckte Höhleneingänge sind zu entdecken. Gefällt. Bitte sehr. Ich nicht. Du nicht? Ich gehe nicht. Ist aber schön, Herrin, warst du schon mal herinnen? Komm ich durch meinen Rucksack?
Das Berühren dieser beiden Buddha-Statuen an den entsprechenden Körperteilen soll helfen, Krankheiten zu heilen. Sehr bekannt im Yama ist auch dieser Kalkstein, der von seiner Form her an einen Elefanten erinnert. Nach mehr als einer Stunde verlassen wir die Höhle und kehren zurück in unserem Bungalow. Kein Doppelbungalow, nein, alles unseres, ein Haus. Machst du die Koffer auf, dann können wir. Für weitere Unternehmungen sind wir heute eindeutig zu müde und so entscheiden wir uns, den Rest des Tages auf den Weg zu machen. Gegen Abend wird es dann doch spürbar kälter. Zwei junge Damen kommen vorbei und heizen den Kamin an. Und so können wir bei wohliger Wärme vor dem Kamin den Tag ausklingen lassen.